Waffenkontrolle durchgeführt. Training in einem Wald bei Stockholm. Wir begleiten Philippa und ihre Einheit bei einem Übungseinsatz. Die 20-Jährige absolviert ihren Dienst beim schwedischen Militär. Sie ist eine von 8.000, die sich jedes Jahr freiwillig für die einjährige Grundausbildung einberufen lassen. Für mich ist das Ganze hier etwas, was Spaß macht. Man macht Sport und lernt neue Leute kennen. Ähnlich wie in Deutschland hatte Schweden die Wehrpflicht 2010 ausgesetzt. Die Folge: zu wenig qualifizierte Bewerber. Nun gibt es den Wehrdienst, zu dem alle aufgerufen werden, aber auf freiwilliger Basis. Die Probleme bei der Personalgewinnung erlebt Oberstabsfeldwebel Karl S. jeden Tag. Sie dürfen ruhig rein in den Dingo. Er wirbt für die Bundeswehr. Das Karrierecenter hat einen Stand auf der Regionalausstellung Wir in Dillingen. Dahinter haben wir Feldjäger, Marine haben wir unter noch, kannst Knoten lernen, ein Triebwerksmodell, ganz, ganz breit. Wir sind ein Arbeitgeber von vielen und alle Arbeitgeber fischen natürlich im gleichen Becken. Ja? Alle suchen Meister, alle suchen Techniker und wir natürlich auch. Um leichter Personal zu gewinnen, würde eine Wehrpflicht oder zumindest eine Dienstpflicht für ein soziales, ökologisches, ziviles oder militärisches Jahr helfen. Für die Messebesucher, die wir sprechen, durchaus eine Option. Ja, ist halt schwierig, wenn du halt keine Leute mehr herkriegst, dann ist es natürlich schon so eine Wehrpflicht natürlich schon nicht schlecht, weil dann hat halt jeder schon mal die Grundausbildung. Für viele junge Leute wäre das schon gut, weil das einfach auch einen gewissen Rahmen in der Jugend bildet, um so Prinzipien zu lernen. Von der Wehrpflicht selber halte ich jetzt wenig, weil ich denke, weiß nicht, ob das wirklich was ist, um neue Leute zu generieren. Beispielhaft deshalb das schwedische Modell. Es basiert auf Freiwilligkeit. Alle Frauen und Männer eines Jahrgangs werden angeschrieben und müssen einen Fragebogen ausfüllen. Aber nur diejenigen werden zur Musterung eingeladen, die auch wirklich zur Armee wollen. Verteidigungsexperten sehen darin einen entscheidenden Vorteil. Damit löst das Denkprozesse aus. Man erreicht halt Leute, die sich ansonsten nicht mit der Frage beschäftigen würden, ob sie möglicherweise vielleicht Dienst bei der Bundeswehr leisten würden. Im Rahmen des nationalen Dienstes können die Schwedinnen und Schweden wählen zwischen Militär- und Zivildienst. Wesentlich dabei: Ausgaben für Kreiswehrersatzämter und Musterung fallen weg. Die Schweden haben sich letzten Endes dafür entschieden, weil sie realisiert haben, dass die vollständige Wiedereinführung der Wehrpflicht ein enormer Kostenfaktor ist, den sie sozusagen mit ihrem Verteidigungshaushalt nicht stemmen können. Bei seinem Besuch in Norwegen und Schweden vergangene Woche hat sich der deutsche Verteidigungsminister Pistorius das Modell ausgiebig erklären lassen. Mit der Zeitenwende muss sich die Personalgewinnung der Bundeswehr nun ganz neu aufstellen. Der Krieg ist zurück in Europa. Wir müssen kriegstüchtig werden. Ich weiß, das klingt hart. Ich weiß, das klingt ungewohnt und viele erschreckt es. Noch gibt es keine eindeutige Festlegung zur Reaktivierung der Wehrpflicht im Bundesverteidigungsministerium. Öffentliches Gelöbnis am Sebalder Platz in der Nürnberger Innenstadt vor einer Woche. Sprechen Sie mir zur Vereidigung nach. Ich schwöre. Ich schwöre! Ziel ist es, bis 2031 eine Personalstärke von mindestens 203.000 zu erreichen. Laut Wehrbericht dienen aktuell 181.514. Es fehlen also mehr als 21.000 Soldatinnen und Soldaten. An vielen bayerischen Standorten leidet man bis heute unter der Aussetzung der Wehrpflicht, wie in Mittenwald, ehemals eine der größten Gebirgsjägerkasernen. Hier hat sich die Zahl der Soldaten deutlich reduziert. Blickt man auf die Gesamtstatistik, ging nach dem Wegfall der Wehrpflicht 2011 auch die Zahl der Berufs- und Zeitsoldaten sowie der freiwillig Dienenden zurück. Das Beispiel Mittenwald zeigt, es geht nicht nur um sicherheitspolitische Interessen. Viele Anwohner bedauern die Entscheidung von 2011 bis heute. Ja, das hat sich schon ausgewirkt, weil die ganzen Bundeswehrangehörigen samt Familie sind weggezogen. Die Lokalitäten haben sehr stark abgebaut. Ich war in der Bundeswehr, ich fand das eigentlich recht gut. Kameradschaft und das alles, da lernst halt oder was, das ist jetzt nicht verkehrt. Die kamen als Bubi und wenn sie dann entlassen wurden, dann waren es gestandene Mannsbilder, wie wir sagen. Die betroffene Altersgruppe unterscheidet klar zwischen Wehrpflicht und einer Dienstpflicht, bei der man die Wahl hätte zwischen einem sozialen, ökologischen oder militärischen Jahr. Jugendoffizier Klaus Schädelbauer hält in der 12b der Fachoberschule Landshut einen Vortrag zur Sicherheitspolitik, Thema auch der Wehrdienst.
Wer würde für einen Pflichtdienst in Deutschland stimmen? Bitte jetzt Hand hoch. Das sind ja gar keine Enthaltungen. Für die Wehrpflicht nach altem Modell fand sich hier kein einziger Unterstützer. Also ich persönlich würde nicht zur Bundeswehr gehen. Ich persönlich würde mich tatsächlich aber für einen Dienst, für die Dienstpflicht, also würde halt dazu stimmen. Dass man halt dem Land noch was zurückgibt, weil man ja zum Beispiel eine gute Bildung bekommt und so. Ich denke, es hat keinen Sinn, dass man jemanden zwingt, zur Bundeswehr zu gehen. Ich finde es aber tatsächlich sehr gut, eine Dienstpflicht einzuführen. Wir haben die Abstimmung schon öfter in der einen oder anderen Art und Weise gemacht und da war es eher gemischt. Aber meiner Meinung nach oder meiner Ansicht nach sprechen sich doch eher die Mehrheit für einen Pflichtdienst aus. Schweden ist seit wenigen Tagen 32. Mitglied der NATO. Grundwehrdienerin Philippa und ihre Einheit üben für den Ernstfall. Schweden hat sich bei der Rekrutierung erfolgreich umgestellt. In Berlin ist die Diskussion noch in vollem Gange. Naja, es wäre schon sehr hilfreich, wenn das in dieser Legislaturperiode noch entschieden werden würde. Weil letzten Endes muss man ganz einfach sagen, mit Blick auf die Überalterung der Truppe, mit Blick sozusagen auf die Tatsache, dass wir es nicht schaffen, seit Jahren die Sollstärke von 203.000 Männern und Frauen zu erreichen, ist hier einfach Tempo angesagt. Mehr Tempo, doch in welche Richtung? Dienstpflicht für alle, Wehrpflicht wie früher, mehr Recruiting, dafür alles freiwillig. Die Optionen liegen auf dem Tisch.